Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Mitschöpfung mit uns. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind daran interessiert, mit euch allen auf der Erde zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die Ideen, die zu dir kommen und die dazu beitragen, deine Version der fünften dimensionalen Erfahrung zu verwirklichen. Du weißt, dass es immer eine gewisse Menge an Mitschöpfern gibt, weil du verstehst, dass wir alle verbunden sind. Sogar etwas, das du ohne die Hilfe eines anderen Menschen erschaffst, hat eine Verbindung zum nicht-physischen Bereich, und du hättest von etwas oder jemandem inspiriert sein müssen, den du dort auf der Erde erlebt hast. Alles ist also Zusammenarbeit und Mitschöpfung, und immer mehr von euch erfahren das. Wir laden dich ein, uns zu kontaktieren und dich mit uns über deine gewünschten Mitschöpfungen zu unterhalten. Wir helfen nicht nur gerne, sondern haben auch sonst sehr wenig zu tun. Deshalb arbeiten wir oft an Projekten, noch bevor wir um unsere Hilfe gebeten werden, und wir werden weiterhin mit euch allen nachts im Schlaf zusammenarbeiten. Es gibt sicherlich noch viel mehr für uns zu gewinnen, wenn wir uns mit euch allen verbinden, wegen der Vielzahl von Erfahrungen, die ihr macht und Emotionen, die ihr fühlt. Wir sind immer für euch da. Es gibt nie eine Warteschlange. Auch für neue Ideen zur Zusammenarbeit sind wir immer offen. Und so kannst du uns als deine wichtigsten Unterstützer betrachten. Egal, was das Ziel ist. Und wenn du dich für unsere Unterstützung und unsere Energie interessierst, während du auf einer deiner Aktivreisen bist, wirst du absolut die Unterstützung spüren, die wir geben. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Anmerkung von Spiritscape. Wer unseren Kanal schon etwas länger verfolgt, der hat festgestellt, dass es eine große Änderung gab Mitte des Jahres 2018. Wir haben angefangen, euch noch viel deutlicher darauf hinzuweisen, dass ihr immer auf eure Intuition hören sollt. Dahinter steckt aber noch etwas anderes, denn ich habe mich im Jahr 2018 mehr oder weniger gezwungen gefühlt, oder wollen wir mal sagen, ich wurde deutlich zu dieser Erkenntnis geführt. Es gibt eine falsche Lichtseite. Dieser Gedanke ist für manche und für mich war es auch so, nur schwer zu ertragen. Aber tatsächlich sollte man bei Anrufungen und Formulierungen immer aufpassen, mit wem man da genau kommuniziert oder wer vielleicht dazwischengrätscht. Für mich habe ich einen Zusatz gefunden, den ich im Prinzip von Cameron Day übernommen habe. Und zwar, wenn es zum Beispiel jetzt um die Arcturianer geht, wenn ich also bei einem bestimmten Thema um Zusammenarbeit bitte, dann füge ich immer etwas ein, und zwar als Beispiel. Liebe Arcturianer, die nur mein höchstes Wohl und das höchste Wohl aller im Sinn haben, helft mir dabei, meine eigenen Themen zu erkennen und an ihnen erfolgreich zu arbeiten. Es ist jetzt nur ein Beispiel, aber ihr habt schon gemerkt, es geht um die Einschränkung, dass eben mein höchstes Wohl und das höchste Wohl aller im Sinn der Wesen sein sollte, mit denen ich kommuniziere. Und damit hat man dann schon viel richtig gemacht. Liebe Grüße, euer Wolfgang.